So, es geht um das Hebelgesetz. Ich würde es machen, ja. Okay. Ja. Also, ich habe hier etwas gemacht, was ein absolutes No-Go ist. Einfach nur, dass Sie mal sehen, was einem so mal eben passieren kann. Ich habe hier schwungvoll meine Kurve gezogen und auf einmal ist die Schmelztemperatur höher als die der reinen Komponente. Das gibt es natürlich nicht. Schwachsinn. Ja, sondern die entsprechenden Schmelzpunkte eines Phasengemischs kann sich immer nur zwischen den Schmelzpunkten der Endkomponenten befinden. Das heißt, da sollten Sie darauf achten, dass diese Kurve hier auf gar keinen Fall, ich übertreibe das jetzt mal, so ausschaut. Ja, das ist Blödsinn. Wenn Sie hier den Schmelzpunkt B haben, der ist hier, dann kann nicht über einen bestimmten Gehalt auf einmal der Schmelzpunkt höher werden von dem Gemisch als die reine Komponente. Das ist Blödsinn. Wenn Sie das könnten, dann hätten Sie alle physikalischen Gesetze ausgehebelt. Also da immer drauf achten. Okay. Wir haben hier die Komponenten A und B. Und der Gehalt, aufgetragen, umgekehrt die Temperatur aufgetragen als Funktion des Gehalts. Und mit Hilfe des Hebelgesetzes kann man das Mengenverhältnis bei einer bestimmten Temperatur vorliegenden Phasen bestimmen. So, und dazu machen wir jetzt nochmal ganz kurz hier das, was Sie schon lange kennen. Das ist Ihre kleine Nichte, die ist auf dem Spielplatz mit Ihnen und die will unbedingt mit Ihnen wippen. Was machen Sie, damit es geht? Was machen Sie? Also was Sie bestimmt nicht machen, ist mit Kabums hier auf die Ecke springen, weil das kleine Mädchen ansonsten sonst wohin katapultiert wird. Und wo setzen Sie sich hin? Ja, weiter zum Drehpunkt. Weiter zum Drehpunkt. Ne? Das heißt, das sind Sie. Ja? Dann sollte das funktionieren. Das heißt, wir haben hier einen Hebelarm und wir haben hier den zweiten Hebelarm. Und für das Hebelgesetz gilt, Masse oder Last mal Lastarm ist gleich Kraft mal Kraftarm. No? Also, das heißt, je leichter die Nichte ist, umso dichter müssen Sie ranrücken. Umgekehrt, je schwerer Sie sind, umso dichter müssen Sie ranrücken. No? Das Produkt muss konstant sein. Das ist also das Hebelgesetz, das es gilt, hier anzuwenden. Und das geht auch ganz gut in diesem Fall. Wir nehmen uns jetzt mal eine Schmelze vor oder eine Legierung vor, die hier ...60% B-Atome und 40% A-Atome hat.
Und ich möchte den prozentualen Anteil, also das Mengenverhältnis von flüssig zu Festphase bei der Temperatur T1 ablesen. Das ist hier. Ach, ein bisschen zittrig. So, jetzt nicht verwechseln. Ja? Nein, hier ist 50. Ja, oder es ist. Hier ist 100% A. Das ist tatsächlich etwas, was immer wieder falsch gemacht wird. Frage ist gut. Die Verwirrung haben ganz viele. Denken Sie dran, hier habe ich 100% A. Ja, das heißt, je weiter ich auf der Seite bin, ja, umso B-reicher werde ich. Ja, das heißt, ich habe hier 60% B. Ja? Also Sie können hier einfach auch Prozent der B-Atome hinschreiben. Dann wird es, glaube ich, klarer. Ja? Oder? Bitte? Ja, genau. Der B-Gehalt wird immer größer, je weiter ich in diese Richtung komme. Das heißt, jenseits der 50% bin ich auf jeden Fall schon größer. Ob das hier 65, 55 oder sowas ist, ist für uns jetzt auch erstmal unerheblich. Ja. Schreiben Sie das ran, wo es bei Ihnen ungefähr bei der Zeichnung hinkommt. Festgelegt oder kann man es ein bisschen von der Höhe variieren? Nein, das ist eine sehr gute Frage. Sie können zu jedem Zeitpunkt, die male ich mal ein bisschen anders, in einer anderen Farbe, Sie können das zu jedem Zeitpunkt machen. Völlig egal wann. Ja. Ja. Das können Sie immer machen. Egal wann. Ich habe mir jetzt die rausgesucht. Also das sieht so aus, als wäre es immer so in der Mitte. Nein, nein, das können Sie tatsächlich machen, wann Sie wollen. Ja. Also, Sie haben jetzt hier den Wunsch, das Mengenverhältnis zu bestimmen. Verwechseln Sie das Mengenverhältnis nicht mit den Gehalten der Phase. Hier haben Sie den Beta-Mischkristall, den Sie ablesen. Hier lesen Sie die Schmelze ab. Ja? Das sind die Gehalte. Das heißt, hier, die Schmelze hier, hat eine Zusammensetzung von 30% A, umgekehrt 70% A und 30% B. Und hier muss ich gucken, wo ich rauskomme. So, das Hebelgesetz als erstes sagt, dass die Masse meiner Schmelze mit dem Hebelarm multipliziert gleich der Masse des Mischkristalls mal dem Hebelarm des Mischkristalls sein muss. So, Sie hatten eine Frage? Wo jetzt genau? Hier, das habe ich willkürlich gezogen. Okay. Ja. Und jetzt, wenn wir halt richtig mit Maß arbeiten würden? Das ist eigentlich, Sie arbeiten im Moment nicht mit Maß, sondern Sie suchen sich einfach eine Temperatur aus, gehen mit Ihrem Legierungszustandspunkt senkrecht runter, ziehen dann die entsprechende Parallele zur Konzentrationsachse, nehmen die Verbindungspunkte von Solidus- und Liquidus-Linie und haben dann die entsprechende Konode, bei der Sie die Gehalte bestimmen wollen. Und das können Sie egal wann machen. Ich habe das jetzt da, das ausgesucht. Ja. Ist das die mittlere Linie, die durchgezogen wird, jetzt 60 zu 40 Linie? Ja, genau. Das ist Ihre Legierung. Das ist der Legierungszustand. Und die Legierung hatte 60%
B und 40% A-Atome. So, hier habe ich also 30% A, hier ungefähr 70% A-Anteil. Ah, das heißt, mein Mischkristall hat 70% B-Atome. Bitte? Ja, hier steht 70A. Ich nehme das hier mal weg, dann sind da nicht so viele Wörter drin. Ja? Da stand 70A, 30B. So ist eigentlich besser. Machen wir es einfach so. Haben wir 30B und entsprechend. Sie interessiert eigentlich noch viel weniger am Ende. Sie interessiert wirklich noch viel weniger. Eine ja. Frage, ja. Unser Legierungszustand hat ja schon 40% Anteil A. Ja. Und je weiter wir nach links gehen, müsste doch unser. Achso, jetzt steht der B, oder? Ja, da steigt ja. A. Ja. Aber sind wir B. Doch A rein, oder nicht? Ja, ja. Ich glaube, der B ist dann geschrieben. Ja, also die Fragen sind alle berechtigt. Nochmal, das ist hier die Gehaltsachse. Und in der Regel geht es in die Richtung, in der was zunimmt. Das heißt, in diese Richtung nimmt B zu. Wenn ich hier 60% B habe, dann ist das ungefähr die Hälfte. Dann bin ich hier tatsächlich bei 30% B. Ich dachte, das schon A. Ah, okay. Gut, ne, ist kein Problem. Aber tatsächlich ist das etwas, was oft falsch gemacht wird. Wenn Sie später das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm lesen, dann müssen Sie tatsächlich darauf achten, dass hier auf der Seite wirklich Eisen steht und das 100% Eisen ist und auf der anderen Seite der Kohlenstoff ist. Ja. Ja, okay. Na, das heißt, meine Schmelze, was ich ablese, ist, dass meine Schmelze 30% B-Atome enthält und mein Mischkristall 70% B-Atome enthält. So, das Hebelgesetz sagt jetzt, das ist mein einer Hebelarm. Das ist der Hebelarm, den nenne ich A. Und das ist der Hebelarm, den nenne ich B. Das Hebelgesetz sagt jetzt, dass das Verhältnis der Masse der Schmelze zur Masse des Mischkristalls nichts anderes ist als die gegenüberliegenden Hebelarme B zu A oder multipliziert. Masse der Schmelze mal A ist gleich Masse des Mischkristalls mal B. Das ist eigentlich wurscht, wie Sie es schreiben. So, und jetzt wird es ganz einfach. Jetzt nehmen wir uns mal die Masse der Schmelze vor. Und die Masse der Schmelze ist das Verhältnis des abgewandten Hebelarms zum Gesamthebelarm. So, B kriege ich ganz einfach raus, 70 minus 60. Und A plus B ist hier 30 plus 10, beziehungsweise besser ist es wahrscheinlich, wenn man 70 minus 30 rechnet. Weil ich eine Prozentangabe brauche, muss ich das mal 100 multiplizieren und bekomme 25% heraus. Umgekehrt ist der Anteil,
der Anteil an Mischkristall der abgewandte Hebelarm A im Verhältnis zum Gesamthebelarm gesehen. Ganz kurz. Ja. Wie kommt man da auf die MS gleich B durch A plus B? Das ergibt sich einfach aus dem Hebelgesetz, dass Sie wissen, dass quasi die entsprechenden Verhältnisse immer dem abgewandten Hebelarm entsprechen müssen. Das heißt, die Masse hier entspricht dem abgewandten Hebelarm im Verhältnis zum zur Gesamtlänge. Das ergibt sich aus dem Hebelgesetz. Ja? Und umgekehrt, die Masse hier ist der abgewandte Hebelarm im Verhältnis zum Gesamten. Das ist nur umgestellt hier, die Geschichte. Ja, Sie müssen das ja irgendwo in eine grafische Lösung bringen. Ja. So, umgekehrt hier haben wir A zu A plus B, haben wir 60 minus 30, hier haben wir wieder die 70 minus 30 mal 100 und ich komme auf 75%. Das heißt, die Masse Ihres Mischkristalls hier 75% und Schmelze sind 25%. An der Stelle hier wird es natürlich ganz anders werden. Was Sie in jedem Phasendiagramm ganz schnell sehen können, ist, egal wo Sie sich befinden, Sie können sofort abschätzen, wenn Sie das hier sehen, habe ich mehr Festkörper oder mehr Schmelze? Wie sieht es mit hier unten aus? Wie sieht es hier unten aus? Habe ich mehr Schmelze oder mehr Festkörper vorliegen? Mehr Festkörper, klar. Der Hebelarm ist viel kürzer im Verhältnis zur Gesamtlänge. Wie sieht es hier oben aus? Mehr Schmelze. Denn das ist der Hebelarm. Der kleine Hebelarm geht in Richtung Flüssigkeit, der große Hebelarm in Richtung Festkörper. Ein binäres Phasendiagramm besteht also aus zwei Komponenten. Die gibt es tatsächlich in Wirklichkeit. Und hier ist einmal eins dargestellt, nämlich von Kupfer und Nickel. Sie haben die Liquiduslinie, Sie haben eine Soliduslinie. Sie haben eine Schmelztemperatur von Kupfer, Sie haben eine Schmelztemperatur von Nickel. Und die Schmelztemperatur des Gemisches aus Nickel und Kupfer liegt irgendwo dazwischen. Die Erstarrungstemperatur ebenfalls. So, und was jetzt hier so aussieht, als wäre es tatsächlich zwei Phasen, ist eine einzelne Mischkristallphase aus Kupfer und Nickel. Allerdings kommt hier wieder diese dendritische Erstarrung zum Vorschein. Das ist also, hat nichts mit der Phase zu tun, sondern das ist mit Ammoniumpersulfat geätzt, sodass ich diese Dendritenstruktur sichtbar machen kann. Was Sie allerdings erkennen können, ist, dass diese Dendriten, also diese, bei den Schneeflocken kennen Sie, dass diese Verästelungen in Richtung der höchsten Unterkühlung, die immer dann auftauchen, wenn etwas tatsächlich sehr schnell anfängt zu wachsen, da sehen Sie, dass die Orientierung dieser Dendriten einmal hier in einem Korn von links unten nach rechts oben verläuft. Hier haben Sie das Ganze sehr viel schräger. Hier oben ist ein weiteres Korn mit den Hauptverästelungen der Dendriten in diese Richtung. Das heißt, hier sehen Sie Korngrenzen. Die können Sie anhand dieser entsprechenden Verläufe der dendritischen Struktur erkennen. Es handelt sich aber tatsächlich nur um eine Phase. Also nicht dran denken, dass hier jetzt hell und dunkel ist. Es sind zwei Phasen. In der Regel ist es so. Aber heute ist es nicht der Fall. Ja, ich würde gerne noch einmal, bevor wir jetzt im Flüssigen und Unlöslichkeit im Festen einsteigen, noch mal einmal ganz kurz hier noch etwas ergänzen. Und zwar, machen wir es mal so rum. Einfach einmal andersrum. Ja. Schmelzpunkt A und Schmelzpunkt B. Wenn ich eine Legierung habe und die abkühle, dann trifft mein Legierungszustandspunkt auf meine Liquiduslinie. Ich ziehe die Konode
und sehe, das ist mein erster Mischkristall, der sich bildet. Der ist A- oder B-reich? A-reich. Auch richtig. Ich bin immer mit meinem Mischkristall dort bei der Komponente mit dem höheren Schmelzpunkt. Im Laufe meines Abkühlvorgangs kann ich also zu jeder Temperatur eine Konode ziehen, bis mein Legierungszustandspunkt den Solidus unterschreitet. Was Sie feststellen ist, dass der Mischkristall seine Zusammensetzung entlang der Soliduslinie ändert und die Restschmelze ihre Zusammensetzung entlang der Liquiduslinie. Klar, wenn ich eine Schmelze habe, die hier ungefähr 70% A-Atome habe und ich entziehe dieser Schmelze auf einmal einen ganz A-reichen Mischkristall, dann muss meine Restschmelze folglich B-reicher werden, weil die A-Atome fehlen. Ja, das heißt, die letzte Schmelze, die noch flüssig ist, hat einen B-Anteil von über 80% B-Atomen. Im Mittel bleibt meine Legierung immer dort, wo sie war, ganz klar. Aber mit den Gehalten von Schmelze, von Festkörper und Schmelze und mit den Informationen aus dem Hebegesetz, nämlich wie viel Anteil Schmelze im Verhältnis zu Anteil Festkörper habe ich, ergibt sich im Mittel immer die Legierungszusammensetzung. Also, beim Abkühlen verändert sich die Zusammensetzung der Schmelze immer entlang der Liquiduslinie und die Zusammensetzung des Festkörpers entlang der Soliduslinie. Also Schmelze entlang der Liquiduslinie und Mischkristall entlang der Soliduslinie.